aufstiegswillige Gäste aus Friedberg, die waren in der heutigen Hessenliga-Partie beim Hünfelder SV zu Gast. Türkgücü wollte die Tabellenführung zurück, die Baunatal am Donnerstag übernommen hatte. Aber im Galbeerenland, da wartete eine schwierige Aufgabe. Gern mal in Gießen nachfragen und damit rein in die Partie. In den ersten 15 Minuten passierte nichts. Da konnte man auch schon mal diskutieren, wo man morgen die Eier versteckt. Aber dann Hünfeld in Weiß. Vidovic und Koop überragend. Buscemi klärt noch. Jetzt ging es dann tatsächlich los. Die Gäste, Budenzier, fast mit dem Eigentor. Konnte natürlich kaum was dafür. Und dann auch schon eine halbe Stunde gespielt. Trägler, Koop klatscht ab. Und Max Vogler, 1:0 für den Hünfelder SV. Das war doch mal eine Hausnummer. Die Reaktion der Gäste. Kraus auf Suawi. Und das war ein Kunststück. Aus 2 Metern Richtung Würstchenbude. Aber jetzt waren die Gäste am Drücker. 39. Hier sieht man mal gefälliges Spiel der Gäste. Rilsch und Ausgleich. 1:1. Emporkömmling Budenz hatte nun 2. Das konnte nicht gut gehen. Und eben dieser Budenz verhindert jetzt hier noch den Rückstand vor der Pause. Wieder Rilsch. Budenz fälscht ab. Nach so viel Action braucht es eine Stärkung. Ach, die Torgranate. Servus, habt ihr noch 2 Würstchen für uns? Ja, klar. Die ist aber lecker. Was denn die hier? Von der Metzgerei Robert Müller natürlich. Nicht mit Wurst, aber mit ordentlich Bums im Bauch. Trägler, 47. zweite Halbzeit. Fast die erneute Führung. Der HSV jetzt dick in der Partie. Hier sieht man, wie der Ball jetzt in den Strafraum kommt. Der Abnehmer fehlt, aber das ist natürlich die große Gefahr. Die konterstarken Gäste von Türkgücü Friedberg wollen ja aufsteigen. In letzter Zeit gern in den Medien wegen der Regularien, die es da gibt im Regionalliga-Fußball. Und kommen Sie jetzt hier einen Schritt näher. Riesenchance. Drüber. Rilic, das ist schon eine Granate. Und wir sind schon in Spielminute 68. Simon hier auf Vidovic. Und der findet wieder in Koop seinen Meister, wie schon in der ersten Halbzeit. Freistoß für die Gäste. Benne Kaiser, hoch, klärt hier zur Ecke. Und die sollte Folgen haben. Michel setzt sich hier überragend gegen Simon durch. 1:2. Und damit hieß der neue Spitzenreiter Friedberg in der Hessenliga. Aber Hünfeld steckte nicht auf. Hier mal ein Freistoß. 83. Minute. Es war noch ein bisschen Zeit. Aber auch die Gäste drängten jetzt auf die Entscheidung. Hier, Latte. Im Gegenzug, Zöll auf Fröhlich. Der kann den Ball nicht kontrollieren. 2 Minuten vor Schluss, bitter. Und es konnte noch bitterer kommen. Wieder Zöll, wieder Fröhlich. Riesending. Latte in der Nachspielzeit. Aber es gab noch in der Nachspielzeit einen Freistoß. Leon Zöll. Wieder Aluminium. Aber Hünfeld bleibt am Ball. Die Szene ist noch nicht gegessen. Jetzt kommt gleich Max Vogler an den Ball. Schießt Häuser hier an den Arm. Schiedsrichter Daniel Heist entscheidet berechtigt auf Handelfmeter. Und antreten wird nicht der etatmäßige Schütze Kassa, der heute verletzt ist, sondern die Maschine. Marcel Trägler, 2:2. Der umjubelte Ausgleichstreffer, auch der Endstand. Verdientes 2:2. Unterhaltsames Spiel bei Sahara-Staub und 18 Grad. Hört euch noch Benne Kaiser in einem Interview an.